Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Spielerkarriere hier in FIFA 22 mit Luis Yeboah. Heute starten wir rein. Erstmal mit einer Trainingseinheit und danach geht es weiter in der Euroleague gegen Zagreb. Das Ganze simulieren wir, denn wir spielen heute auf jeden Fall gegen City und gegen Fulham. Und dazu, denke ich, werden wir auch gegen die Rangers auswärts nochmal in der Euroleague spielen, weil das einfach ein saugeiles Duell ist gegen die Schotten. Und deswegen gehen wir hier rein in eine Schnellsimulation gegen Dynamo Zagreb, hoffen, dass wir 3 Punkte mitnehmen. Tun wir das sehr, sehr souverän, machen aber leider selbst kein Tor. Dazu wurden wir wieder für Deutschland ausgewählt, also vielleicht ändert sich jetzt der Plan für die Folge doch nochmal. Tatsache, denn wir haben ein einziges Spiel gegen Italien. Müssen wir mal gucken. Dann gibt es vielleicht in dieser Folge das Spiel gegen Italien anstelle das von Fulham und das spielen wir dann in der nächsten Folge. Das wäre auf jeden Fall auch okay. Jetzt aber erstmal rein gegen Manchester City. Es ist nicht nur das Duell Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola oder eher gesagt andersrum, weil wir ja in Manchester spielen. Es ist auch das Duell Erster, Dritter gegen Erster. So, jetzt wollen wir mal hier in der richtigen Reihenfolge bleiben. Wir sind als Gast heute, ja, auf dem ersten Tabellenplatz. Wunderbare Atmosphäre hier im Etihad Stadium. Und wir sollen eine 7,5 haben. 3 Schüsse aufs Tor. Machen wir mal 4 Schüsse und eine Vorlage verbuchen. Mal gucken, ob wir heute mal wieder ein Spiel entscheiden können. Es wäre extrem wichtig, denn mit 3 Punkten könnte City an uns vorbeiziehen. Luis Yeboah, erster Ball für Sadio Mané, der heute auf der linken Seite auf Carvajal als Rechtsverteidiger von City treffen wird. Da haben wir die Kugel wieder auf Hendo. Vielleicht nochmal auf uns. Da ist der Abschluss an uns. Ich hatte gehofft, er nimmt ihn mit rechts mit dem Starken, aber wurde dann ein Schuss mit links. Oben seht ihr nochmal die Tabelle. Chelsea zwar noch dazwischen, aber Chelsea hat schon ein Spiel mehr als Liverpool und City. Dementsprechend, ja, eigentlich heute das Duell Erster gegen Zweiter. Und die nächste Konterchance für uns. Sadio Mané und wir. Und dann werden wir da ganz schön angegangen. Also da kann man auch mal über eine ganz dunkle Karte nachdenken. Aber der Schiri wird wohl maximal gelb geben. Ja, die gelbe Karte gibt es dann aber auch für Mahrez. Redlich verdient für dieses Foul an uns. Also wie gesagt, wäre es nicht so früh in der Partie, glaube ich, hätte man da auch durchaus über eine dunklere Karte nachdenken können. Und hier die erste Chance durch Mahrez. Abgeblockt das Ganze. KDB mit der nächsten Ecke. Die kommt auch nicht schlecht. Ist dann aber erstmal geklärt. Musala auf uns und jetzt könnte es mal schnell gehen. Können wir uns gegen Carvajal durchsetzen? Nein, können wir nicht. Sterling im Fokus. Ist ja auch ein Ex-Liverpool-Spieler. Ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, dass der hier in Liverpool, ja, zum Star wurde. Und dann, ja, den Verein zu Manchester City verlassen hat. Weil Liverpool damals halt auch nicht der Verein war, der er heute wieder ist. Gomez auf die Außen für uns. Ruben Dias lassen wir da mal ganz flott stehen. Können sogar noch ein wenig in die Mitte ziehen. Wo ist Mo Salah? Hinten kommt Thiago. Och, er hatte doch Zeit, ihn sich nochmal hinzulegen. Oh, und der Treffer für City aus dem Nichts. Das tut weh. Sterling macht es, gerade noch über ihn gesprochen. Mahrez war es, glaube ich, mit der Vorarbeit. Jawohl. Der Gewitter gar nicht angegangen von Robertson. Und dann sehen unsere Innenverteidiger auch nicht gerade gut aus. Jetzt muss eine Antwort her. Und da haben wir etwas Platz und probieren es mal. Ederson am Tor ohne Probleme. Die Ecke danach getreten von Henderson kommt auf unseren Kopf und gar nicht so schlecht. Oh, super Ballgewinn von Gomez und da setzen wir uns durch. Da setzen wir uns durch mit links nur noch ins Tor und da ist der Treffer. Da ist er. Da ist das Ding. Let's go, Luis Yeboah macht das. Den Ausgleichstreffer. Und super, ich weiß gar nicht, wer es war. War es Gomez? Ich glaube, es war Gomez, der da mit ins Gegenpressing reingegangen ist. Dann Thiago direkt davon zu sehen, mit ein bisschen Glück an Ruben Dias vorbei. Und dann mit links ins Tor. Keine Chance für Ederson im Kasten. Und der wichtige Ausgleichstreffer. Oh, da lassen wir Ake liegen. Und gehen hier wieder durch. Oh, fast der Doppelschlag. Aber wunderbar, wie wir da Ake auswackeln könnten. 5 Torabschlüsse haben wir jetzt schon. Das haben wir in den meisten Spielen sonst überhaupt nicht. Nach 90 Minuten, das haben wir jetzt schon nach 40. Mo Salah, nochmal der Ball auf uns. Wo ist der Anspielpartner? Thiago, den kann man immer eigentlich mal einbauen. Henderson wieder auf uns. Salah, nochmal zurück. Und dann wird es schwierig, das war aber ein Foul. Hallo, was? Und der Vorteil war eine halbe Sekunde. Ja, perfekt. Und Gabriel Jesus jetzt im Konter.
Konterchance City. Das war gut gestellt, aber es ist noch sehr gefährlich. Wir holen den Ball und dann geht er direkt wieder verloren. Das ist auch bitter, aber dann ist Robertson da. Oh, Salah, wieder auf uns. City steht gerade ganz schlecht in dieser Phase, ganz schlecht hinter drin, aber unser Nationalmannschaftskollege Ilkay Gündogan ist dann zur Stelle. Somit geht es mit 1:1 hier in die Pause. Wir können zufrieden sein. Oh, gute Chance auf Salah mal zu gehen. Salah kann das mal alleine machen, nimmt uns nochmal mit in die Verlosung. Kommen wir da vorbei? Nee. Ich glaube, das wird heute hier mal auf eine frühe Auswechslung hinauslaufen. Denn die Energie ist jetzt schon eigentlich überhaupt nicht mehr da. Cancelo jetzt für City und Sterling. 10 Minuten gebe ich uns noch länger. Sehe ich uns ja aber nicht mehr auf dem Feld, weil ich will auch nicht völlig fertig wieder zur Nationalmannschaft kommen. Weil dort müssen wir uns echt nochmal durchsetzen. Und ein Unentschieden hier in Manchester wäre zwar okay. Und vielleicht kann ein Immobile oder wer auch immer reinkommt, dann nochmal ein bisschen einen neuen Impuls setzen. Wir setzen erstmal nochmal einen Impuls auf Mané, kriegen die Kugel nochmal zurück und da seht ihr es. Wir kommen nicht mehr vom Fleck, also das hat hier keine Zukunft mehr. Ja, nochmal ins Abseits gelaufen jetzt hier. Das war's. Haben unser Tor gemacht, konnten unserer Mannschaft damit helfen, aber länger können wir hier einfach nicht helfen, weil wir sind einfach nicht mehr in der Verfassung. Jürgen Klopp wird uns jetzt also runternehmen und für uns, ich denke mal, Ciro Immobile reinbringen. Nummer 9, das müsste Firmino also sein, der jetzt für uns reinkommt für die letzten Minuten. Vielleicht kann Bobby hier noch was machen. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, auch wenn wir keine Vorlage machen konnten. Sehr gute Spielerbewertung, ein Tor gemacht, viele Schüsse. Und damit gucken wir jetzt mal, ob das hier noch was wird für den LFC. Restliche Zeit simulieren und es wird ein 1:1 am Ende. Ja, bei Hansi Flick reicht es leider immer noch nicht für die Startelf. Wir kriegen aber heute gegen Italien mal ein paar mehr Minuten, liegen allerdings auch leider zurück. 6,5er Bewertung, führe 2 Schüsse aufs Tor aus und eine Dribblingserfolgsquote von 45%. Das sollten wir alles hinbekommen. Wir liegen wie gesagt zurück. Es ist erst die 60. Spielminute. Wir starten mit einer Ecke für uns, ausgeführt von Kimmich. Die landet direkt bei Donnarumma. Wir spielen als Stürmer. Goretzka gleich mit der ersten Pille für uns. Können wir uns durchsetzen. Im letzten Spiel gegen Italien konnten wir ja treffen. Wenn ich mich nicht völlig irre, der Abschluss ist gar nicht so schlecht mit links. Aber Donnarumma ist halt einer der besten Torhüter, wenn nicht der beste Torhüter, zumindest hier in FIFA. Groß, direkt auf uns. Hier auf Müller, der die Kapitänsbinde heute hat. Kann er sich da durchsetzen gegen Mancini? Ne, es müsste Bastoni gewesen sein. Kann er nicht. Einwurf, Groß, ich meine Kimmich. Und die Nummer 2, weiß ich gerade nicht, wer es ist. Kimmich auf uns, können wir durchstecken auf Toni. Toni legt nochmal zurück, der Abschluss wird geblockt. Goretzka mit dem Ball nochmal auf uns, hier auf allerengstem Raum, nochmal zu unserem Rechtsverteidiger. Toni legt ihn nochmal ab und dann ist Verratti da. Goretzka, der Steckpass auf Thomas Müller und Toni Kroos, Ausgleich. Ausgleich für Deutschland durch den Mann, der in echt schon zurückgetreten ist als Nationalspieler. Toni Kroos macht es. Wichtiger Ausgleichstreffer und wir waren in der Entstehung dran beteiligt. Moise Kean, was ein Abschluss. Erneute Führung für Italien durch Moise Kean. Der das Ding mal so richtig da in die Maschen haut. Richtig starker Abschluss, schlecht verteidigt. Da sind wir hinten viel zu offen und dann kann der Ding da gar nichts machen. Balleroberung von uns. Müller ist dabei, kriegen den Ball aber nicht durch, Mann. Weil ich hatte Steilpass schon gedrückt und dann legte sich Luis Yeboah den Ball nochmal vor. Dadurch war der Verteidiger dann wieder genau im Passweg. Jetzt kommt Insigne über den Flügel, die Flanke auf unseren Teamkollegen vom FC Liverpool auf Immobile. Der Stegen ist wieder da. Ecke Italien, 10 Minuten vor dem Ende. Wir brauchen hier noch ein Tor. Wir spielen jetzt aber mit dem zweiten Stürmer. Wir spielen jetzt rechts der Stürmer. Keine Ahnung, wer der zweite ist. Und die nächste Ecke, die hier bei uns in die Richtung kommt, der Ball erstmal raus, aber der zweite wird nochmal richtig gefährlich. Letzten Sekunden laufen, kriegen wir noch einmal irgendwie die Pille, wir als Antreiber laufen alles an, aber Italien macht es gut, Italien macht es leider sehr, sehr gut und damit war es das hier. Bitter, eine Niederlage gegen Italien, die bis jetzt so wenig gerissen haben in dieser EM-Qualifikationsgruppe. Aber wir haben trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, das sieht auch einigermaßen Hansi Flick so. Also wir sind kurz vor der Startelf.
Aber es reicht halt noch nicht. Und dieses Mal hatten wir auch nur ein einziges Länderspiel, weil ja, wir eine ungleiche Anzahl an Teams in der Gruppe sind. Ja, und somit geht es weiter in der Premier League. Da sind wir sowas von gesetzt. Gegen West Ham, auch wenn die Fünfter sind, will ich jetzt simulieren, weil ich noch das Spiel gegen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen war es denn. Wir machen auf jeden Fall ein Tor gegen West Ham. 3:1 gewinnen wir das. Bleiben somit absolut dran an Manchester City. War das Chelsea, gegen die wir spielen wollten? Ne, wir wollten gegen die Rangers nochmal spielen. So war das. Das wollten wir in dieser Folge nochmal machen. Und ja, da geht es jetzt auch direkt rein. Wir trainieren nochmal vorher und dann rein gegen die Rangers. So, rein geht es jetzt also hier in die Euroleague. Und zwar auswärts im Rangers Park, heißt es, glaube ich. Und wir haben folgende Ziele: 8,5 Teambeibesitz, das schaffen wir sowieso nicht. Und Dribblingsquote von 65%, das sollten wir schaffen. Ja, es geht hier heute ja auch um den Gruppensieg, denn das Hinspiel haben wir, glaube ich, nur unentschieden gegen die Rangers spielen können. Die haben soweit alles gewonnen, wir haben soweit alles gewonnen, ansonsten, glaube ich. Und dementsprechend heute hier auch nochmal eine richtig wichtige Partie, weil als Liverpool in der Euroleague nicht mal Gruppensieger zu werden, das wäre ja schon peinlich, würde ich einfach mal sagen. Wir haben das erste Mal den Ball, verdatteln das Ding so ein bisschen. TAA ist dabei, geht er sehr stark vorbei. Jetzt müssen wir den 16er gut besetzen. Flanke kommt nicht durch. Zweiter Ball nochmal bei uns. Finden wir die Lücke zum Abschluss, finden wir, aber der Torwart ist da. Der Ball kommt durch auf uns. Weiter für Mo Salah. Oben seht ihr nochmal die Tabelle. Genau, es ist absolut entscheidend, dieses Spiel. Da ist der Ball von Salah und da ist das Ding drin. 1-0, die frühe Führung in dieser Partie durch Luis Yeboah nach einem Konter, wo wir uns ganz weit hinten selbst den Ball geholt hatten. Also nicht selbst, aber wir haben uns ihn halt abgeholt. Dann raus auf Mo gespielt und der spielt im richtigen Moment auf uns zurück. Wir treffen den Ball gar nicht voll, aber es reicht, um die Führung zu erzielen. Nächster Ball, raus auf Mo. Wieder auf uns. TAA, war das abseits? Ja, leider knapp. Aber das ist ein schöner Pass. Also, so würde ich am liebsten immer spielen. Hier schön in die Tiefe. So macht Fußball doch Spaß und es war sehr knapp. Wieder verteilen wir den Ball gut auf Sadio Mané. Der macht es dann langsam. Nochmal über Thiago und wieder raus auf den Flügel. Oh, spiel ihn doch, Mané. Das wäre so eine schöne Kombination. Und dann kriegt Salah den Ball irgendwie noch auf uns durch. Wir sind völlig dominant. Es spielt nur eine Mannschaft. Und das sind wir. Thiago versucht den nächsten Ball in die Tiefe. Henderson holt den Ball. Hier auf Thiago, durchgesteckt. Sadio Mané, 2-0. 2-0. Was eine Bude von Mané. Super gemacht von Henderson, wie er den Ball holt. Dann spielen wir direkt auf Thiago weiter. Thiago hat das Auge für Sadio und der macht das 2-0. Bei dem läuft doch richtig. 5 Tore in 5 Spielen in der Euroleague. Also wir haben, glaube ich, 4 in 5. Das ist ja schon eine brutale Statistik, aber Sadio, der hat hier auch einen echten Lauf in dem Wettbewerb. Und aktuell sieht ja alles danach aus, als würden wir diese Gruppe dann am Ende doch sehr dominant gewinnen. Ja, der Ball war ein bisschen schwierig zu verarbeiten von Thiago. Gleich einen zweiten hinterher, Fabinho, der ist dann weg. 3-0, der kommt durch. Mané revanchiert sich bei Thiago. Wir haben wieder den vorletzten Pass gespielt. Den letzten spielt dann dieses Mal Mané, wie gesagt, auf Thiago und nicht andersrum. Wir spielen raus auf Mané. Thiago läuft in die Mitte ein. Der Verteidiger ist eigentlich da. Kriegt seine Beine einfach nicht sortiert. Und Thiago schiebt ihn rein zum 3-0 zur Pause. Und da sind die Rangers mal. Durchgang 2, Hadji. Guter Versuch. Das erste Mal, dass sie zum Abschluss kommt, würde ich behaupten. Das war gleich mal ziemlich knapp. Yeboah, Salah. Salah findet er nochmal uns. Wir spielen es sehr gerne hier heute klein-klein. Also immer nochmal ein Querpass. Nochmal tief, nochmal raus. Also das sehen wir heute hier wirklich sehr häufig. Wenn Hände sind, dann einfach mal brutal rauf. Oh, und da ist nochmal Rangers. Also plötzlich direkt vor uns am Tor. Wir wechseln jetzt erstmal. Ox kommt rein. Ich denke, wir werden uns heute auch auswechseln lassen, einfach weil. Das Ding hier, das ist gegessen und ja, ein bisschen so die Belastung steuern. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dafür will ich aber wenigstens noch unser Ziel mit der Spielergesamtbewertung erreichen. Wenn du so umgegrätscht wirst von Balogun.
Es ist nicht so leicht. Wir dürfen den Freistoß schießen. Okay, wir werden das Ding auf jeden Fall versuchen reinzuflanken. Der kommt gar nicht so verkehrt. Und der ist drin! Hä? Wie ist der denn reingegangen von Ox? Was? Ich habe gar nicht gecheckt, wie der reingegangen ist. Ich dachte, der wäre schon vorher am Aus gewesen. Und dann dachte ich, dass er gegen Pfosten geschossen hat. Unser erster Freistoß wird gleich zu einem Tor. Warte, das müssen wir uns mal angucken. Das sah ja ganz komisch aus. Wir spielen den Ball rein. Dann bin ich mir eigentlich sicher, dass gar nicht mal unser Spieler, sondern der Verteidiger den Ball bekommt. Nee, es ist Fabinho. Deshalb kriegen wir auch das, die Nachricht, gute Flanke. Deshalb kommt er auch in Richtung Tor. Und dann ist er, dachte ich, hier schon weg. Er ist aber wohl noch drin. Ja, er ist auf jeden Fall noch drin. Und dann gegen den Pfosten, gegen den Torhüter ins Tor. Oh mein Gott, was ein Scheiß-Tor. Ist uns aber jetzt egal, wir lassen uns auswechseln und haben ein gutes Spiel gemacht. Blieb dann auch beim 4-0. Wir haben unser Spielerbewertungsdings nicht ganz geschafft, aber ganz ehrlich, lieber ein bisschen schon. Wir stehen sowieso safe in der Startelf. Simulieren jetzt noch gegen Fulham, gegen Crystal Palace, um dann in der nächsten Folge gegen Fulham wieder zu spielen. Gegen unseren Ex-Verein, wohlgemerkt. Gewinn 2-0, machen wieder ein Tor. Ich hoffe, Klopp ist dadurch auch wieder mit uns zufrieden. Am heutigen Tag ist er natürlich nicht und wir wären gerade auf der Auswechselbank. Also vielleicht nur ein Joker-Einsatz gegen Fulham, aber ich glaube, das hat sich erledigt, weil wir hier trainieren dürfen. Also bräuchten wir schon ein ganz gutes Spiel gegen Fulham, um uns mal wieder so richtig in die Startelf zu spielen. Da sollten wir aber gegen die aktuell stark abstiegsbedrohten Ex-Verein wieder in der Startelf stehen, aber denen läuft es leider nicht so gut. Ja, wir sind dafür Tabellenführer, noch immer nicht verloren in der Liga und so kann es noch weitergehen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wenn ihr nichts mehr in Sachen der Spielerkarriere unter anderem verpassen wollt oder in Sachen der, ihr wisst doch, MyTeam-Karriere in FIFA, der Formel-1-Karriere oder der PES-Arsenal-Karriere. Falls ihr da nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.